So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir spielen wieder eine Runde Gran Turismo 2. Und jetzt, wo wir den Toyota GT1 haben, ne? Jetzt müssen wir ja auch mal einmal zeigen, der Frosch die Locken hat, oder? Müssen wir einmal hier nochmal ein letztes Mal. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sind das jetzt schon hunderte Male gefahren gefühlt. Aber einmal müssen wir nochmal die Strecke fahren, wo wir den TVR gewinnen. Denn bisher war es so, dass wir es entweder gar nicht geschafft haben, da zu gewinnen, oder nur mit viel, viel Glück, oder nur mit super knappem Vorsprung. Und jetzt haben wir den Toyota GT1 und nicht nur irgendeinen GT1, sondern einen sehr, sehr hoch getunten GT1. Selbst die beiden hier, die in Rennoptik. Uppala. Die haben geschubst. Habt ihr das gesehen? Ah, die beiden machen mir doch noch Probleme, oder was? Nein. Muss nur. Ach, komm schon. So. Muss nur erstmal auf seine Linie kommen hier. Aber es fährt sich halt komplett anders, das Fahrzeug, als zum Beispiel der Speed 12. Mit dem Speed 12 wäre ich auf diesem Niveau nie irgendwie vorangekommen. Lässt er mich hier in der Kurve einfach stehen. Hoppala. Abfangen. So. Schub geben. So, jetzt aber. Ransaugen, vorbeiziehen. Keine Chance. Hier kommt der höhere Leistungsoutput zum Tragen. So einfach ist das. Es ist aber auch wirklich so, ne? Also der Speed 12, der will in jeder Kurve, will der einfach weg. Der will ausbrechen. Der will einfach sein thermonukleares Feuerwerk, was der irgendwo in diesen Innereien des Fahrzeugs entwickelt, loswerden. Es geht dem Fahrzeug gar nicht darum, irgendwie schnell zu sein, sondern einfach nur die Hinterachse oder die, ich weiß gar nicht, oder beide Achsen, ich weiß gar nicht, ob der Vierradantrieb hatte, die Achse zum Drehen zu bringen, so. Und zwar in einem Tempo, dass du daran, keine Ahnung, hättest einen Mixer anschließen können. Es ging gar nicht darum, irgendwie die Sache stabil zu halten. Und der hier ist genau das Gegenteil. Voilà. Sobald der halt seine Aerodynamik ausspielen kann und sich am Boden festsaugt, wie ein Kaugummi in der Korthose, ist das hier was ganz anderes. Geht mit dem Affenzahn hier raus. Upsi. Auch das, ne? Auch mal so ein Ausflug ins Kiesbett, das verzeiht die Kiste auch einfach, ne? Hier ist einfach eine Karre, der unfassbar, unfassbar gleichmäßig ist, so. Es ist wirklich. Klar, rutscht er dir hier und da mal weg. Ne? Das ist ein Heckmotor. So, Mittelmotorwagen. So, ne? Das ist klar, dass der dir auch hier und da mal hinten wegrutscht. Aber im Vergleich zu anderen Mittelmotorwagen sitzt der einfach perfekt auf. Hoppala. Hier, die Kurve ist natürlich für alles, was nicht frontangetrieben ist, die Hölle. Aber da ganz kurz mal weggerutscht, kurz vom Gas gegangen, direkt wieder gehabt. Den Speed 12 habt ihr in den Folgen davor gesehen, den konnte ich in der Kurve eigentlich nahezu nie retten. Hier kannst du auch bremsend in die Kurve gehen, ne? Also ich habe jetzt gebremst und bin noch im Bremsen in die Kurve gegangen. Mit dem Speed 12 wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Hätte die Vorderachse verzögert, hätte die Hinterachse gesagt, okay, wenn du zu langsam bist, dann übernehme ich jetzt die Führung. Aber mit dem hier überhaupt kein Problem. Genau dasselbe Spiel auch mit der Ausfahrt aus der Kurve. Ich kann ihn ruhig ein bisschen aus der Kurve rausdrücken mit Geschwindigkeit. Das stört die Kiste jetzt nicht so. Das macht er mit.
So, das ist halt beim Speed 12 ist dasselbe Spiel wie gerade. Ne? Dann sagt er, okay, ich bin jetzt die Hinterachse und ich bin schneller als die Vorderachse. Ich will da jetzt lang. Die muss jetzt da weg. Na komm, 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 komm. So. Mit dem hier, ohne Scheiß, mit dem gewinnst du souverän hier die Kiste. Die einzigen, die mir tatsächlich jetzt irgendwie noch hinterherkommen, sind die Toyotas. Sonst andere gar nicht mehr. Guck mal, ich bin jetzt aus der ersten Kurve bin ich jetzt raus. Da fährt der letzte aus der letzten Kurve auf die Gerade. Der hält richtig schön die Spur. Mit dem gehen wir gleich ins erste Mehrfachrennen. Ich hoffe, PS-technisch gibt es da irgendwas, wo er mitmachen darf. Zack, sauber durch. Hoppala. Jetzt sind wir nochmal einmal zum Schluss ein bisschen weggerutscht. Aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen vom Gas gibt, hat man da eigentlich sofort wieder eingefangen. Ihh, kleines Smiley unter der Windschutzscheibe, finde ich gut. So, wer ist der Letzte? Lister Storm. So einfach war das, so einfach. Jetzt, mal ohne Flachs, jetzt ist das eine richtig krasse Farming-Strecke, ne? Man fährt die Strecke, man lernt auch das Fahrzeug wirklich gut kennen, weil es halt eine Strecke ist, die nicht unbedingt die leichteste Strecke ist, aber trotzdem mal halt zügig machbar. Und gleichzeitig kriegt man 550.000 Ocken. So, 50.000 auf die Hand, 500.000 im Fahrzeug. Das ist schon ein Ding. So, ne, kann man schon mal machen. Schon nicht wenig. So, jetzt gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? Aber noch, genau, Tuned Turbo. Obwohl, wir können auch noch bei eben. Da sind ja noch zwei Rennen, fällt mir gerade ein. Was haben wir denn da noch? Rome Circuit und Laguna Seca. Komm, die machen wir jetzt auch noch beide. Einfach der Vollständigkeit halber. Jetzt geht das hier los. Wobei die Rom-Strecke stelle ich mir wirklich ekelhaft vor mit solchen Fahrzeugen. Haben wir dann noch einen Nissan richtig guten. Da hinten ist ein Lotus. Aber krass ist, wie sie echt erstmal am Anfang alle abhauen, weil ich halt einfach die Leistung, die die Kiste hat, nicht auf den Asphalt kriege. Die Reifen können es nicht übertragen. Beginnt erstmal auf der Strecke zu rennen wie in so einem Comic. Autsch. Autschi! Eben noch darüber gesprochen, wie gut er zu kontrollieren ist. Jetzt macht er einen Abflug. Aber das ist auch eine ekelhafte Strecke. Ist halt wirklich nicht schön. Nicht für dieses Auto. Boah. Ich weiß gar nicht, wo ich hier richtig gescheit bremsen soll. Ja, so langsam komme ich wieder ran. Ist halt nur super schwierig, erstmal diese Bremspunkte hier zu haben. Ja, das lief gut, die Kurve lief gut. Thank you.
Los geht's. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice. So, zumindest sind wir schon mal wieder mitten im Feld. Das ist doch schon mal was. So, sind wir schon auf den dritten vorgerückt. Ja, den habe ich vergeigt, den Bremspunkt. Und wieder alle Plätze abgegeben. Das kann doch nicht wahr sein. Gerade alles erkämpft. Aber das ist auch krass, wenn du hier nicht eine saubere Linie fährst, hast du keine Chance. Und jetzt fahr mal eine saubere Linie mitten im Feld. Ah. So. Jawohl, jetzt habe ich's. Kann ich da eigentlich hier durch mit Speed? Ja, aber hier muss ich bremsen. Hier. So läuft das. Geil. Hoppala, da sind wir kurz weggebrochen. So in den unteren Gängen ist es echt schwierig, den dann. Also wenn er einen wegtänzelt und so, ist alles schön und gut. Aber in den unteren Gängen den zu halten, wenn er beschleunigt, ist halt sehr schwierig, weil er halt wirklich viel Leistung hat. Autsch. Aber wenn man erstmal auf eine Linie setzt. Oh, 100 Meter ist aber. Ich glaube, ich muss bei 125 Meter bremsen. Wofür hat man denn hier diese Schilder? So, hier kann ich nur mit losgelassenem Gas in die Kurve und jetzt bremsen und rum und Vollgas raus. Nice. Meine Windschutzscheibe in Riss? Sieht so aus. Aber vom Gas runter reicht hier nicht, oder? Nee, muss ich tatsächlich nochmal wegbremsen ein bisschen was. Boah, bin ich hier mit dem Tempo raus. So ist besser. 125 Meter ist ein besserer Bremspunkt. Auch wenn das Rennen jetzt gleich vorbei ist, aber dann ist das ganz gut. Jetzt habe ich so langsam eine saubere Linie, die ich hier fahren kann. Jetzt, wo das Rennen vorbei ist. Aber trotzdem. Wenn man dann. Aber das ist wirklich auch tatsächlich jetzt mit so einem super schnellen Wagen wie dem hier, ist es jetzt leichter, eine saubere Linie zu fahren, als in den niedrigeren Klassen, weil hier kann man das einfach. Hier bremste und jetzt längste volle Pulle ein. Und alles, was er dir gibt, ist halt die saubere Linie. Du fährst ihn halt maximal auf Grenze. Und mit den niedrigen Klassen geht das halt nicht, weil du kannst nicht maximal auf Grenze fahren. Du kannst nicht voll einschlagen in der Kurve. Weil dann fährt er einfach gegen die Innenwand.
So, und dann musst du wobbeln. Dann musst du immer wieder tippen, tippen, tippen. Und das macht die ganze Sache deutlich schwieriger dann. So, was haben wir jetzt für ein Auto? Mal 50.000 kassiert. Nice. Und ein neues Auto. Da wir ja schon zwei hässliche Mainz-Auto durch haben. Komm, es gibt nur drei Mainz im Spiel. Den Mainz Skyline, den Mainz Evolution, die hatten wir beide schon. Und, weiß ich nicht. Noch irgendwas von Mainz. Komm schon. Das muss doch jetzt nicht schon wieder sein, oder? Ja, ein Speed 12. Noch ein Speed 12. Oh, toll, ein CC2. Ja gut, der hat aber schon ordentlich PS, ne? Das ist eine Viertelmillion wert. Das ist ja auch schon mal besser als irgendwie der ZZ3, der ja nichts wert war. Wollen wir da mal reingehen? Komm, gehen wir mal rein. Aber wieso ist denn der als Rennwagen markiert? Oh, guck mal, ich habe hier so eine lockere Million, habe ich hier noch rumliegen. Gehen wir mal kurz. Was ist denn Mainz? Ist das japanisch? Und dann ist ein... Tommy Kyra vielleicht? Mainz habe ich schon. Ne, das ist gar nicht Mainz. Genau, das ist Tommy Kyra. Tommy Kyra hat getuned. Da, zum Beispiel den hier. Naja. So Micra. Den M30. Was haben wir denn da? Ist ein alter Skyline, oder? Base of the 7th Generation R31 Skyline. Ja. Das ist, glaube ich, der älteste Skyline, den wir hier kriegen können. Krass. Komische Farbgebung da auf der Motorhaube, aber sonst ist der ziemlich cool. Das ist aber ein 32, naja. Ups. Dann ist das hier der 33, oder? Ja, das sind 33. Oh, boah, der hat richtig, guck mal, der hat... Aber die Frage ist, kann man den noch tunen? Das wüsste ich gerne. Kann man den tunen, weil das... Ich kaufe den gleich mal, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, ich kaufe den gleich mal. Obwohl, den gibt es hier noch als 34 sogar. Der ist schon abgefahren, oder? Komm, den kaufen wir mal. Ich will wissen, wie weit können wir den tunen. So. Und dann gibt es noch den ZZS. Bleh. Ekel. Ach ja, und dann halt die Specials, nämlich den wir haben. Und den komischen ZZ3, der irgendwie wirklich freaky aussieht auch. So. Tuning. Ich wüsste jetzt wirklich gerne, kann man den... Ich finde den auch so schön. Ne, kann keine Racing Fault Modification angehen. Was ist mit Turboladern? Ja, aber nicht weit. Aber hübsch ist er trotzdem. Muss man ja sagen. Ist einer der hübschesten Skylines, die ich bisher gesehen habe. Micaira Air. Oder? Sieht schon geil aus. Geiles Rot, schönes Schwarz, krasse Spoiler. Echt nett. 365 PS sind auch nicht zu verachten. Okay. So, jetzt nochmal schnell gucken, ob man den tunen kann. Oder noch irgendwas. Also, der ist ja schon die Racing Modification, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, dann kann man meistens nicht tunen, ne? Nee, keine Turbolader. Aber schade.
Kein Chiptuning, kein gar nichts. Okay, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir Like, Abo, Kommentar da. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, macht mal die Glocke an. Dann werdet ihr das erfahren. Okay, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.